Hallo, ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Reihe Pandemie und Gesellschaft. Wir haben Fragen an Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Politik. Was passiert gerade? Welche Ideen gibt es? Und vor allem, wie geht es weiter? Mein Name ist Mekonnen Mesgena. Ich leite das Referat Migration und Diversity in der Heinrich-Böll-Stiftung. Mein Gast heute ist Lisa Pflaum. Hallo Lisa. Hallo. Lisa Pflaum ist Mitgründerin und Sprecherin von Seebrücke. Seebrücke schafft sichere Häfen, ist eine zivilgesellschaftliche Bewegung, die von verschiedenen Bündnissen getragen wird. Ich freue mich, Lisa, dass du heute bei uns bist und wir das Thema Flüchtlingsschutz und Solidarität in Zeiten globaler Pandemie besprechen können. Bevor wir uns in unser heutiges Gespräch vertiefen, Lisa, wie geht es dir? Mir geht es gut. Ich habe das Glück, dass ich einen sicheren Ort habe, wo ich bleiben kann gerade und dass ich zu Hause arbeiten kann und habe deswegen eine sehr gute Situation. Am Wochenende sind 47 Kinder und Jugendliche aus den überfüllten Flüchtlingslagern der griechischen Inseln Chios, Samos und Lesbos, wo mehr als 40.000 Menschen sind, nach Deutschland gebracht worden. Eine wichtige Geste der Solidarität in dieser Krisenzeit. Viele kritisieren dennoch, dass dies eben nur eine Geste bleibt. Deutschland hatte Anfang März angekündigt, etwa 350 Jugendliche aus den überfüllten Flüchtlingslagern Griechenlands aufzunehmen. Wie schätzt du die Aufnahmebereitschaft der Gesellschaft und der Politik heute? Genau, wir sind ja eigentlich schon eben sehr lange in Kontakt mit den Kommunen, jetzt seit über 1,5 Jahren zu diesem Thema. Die Kommunen haben immer wieder gesagt, sie sind aufnahmebereit und wir sind auch jetzt während der Krise von Corona in ständigem Kontakt und kriegen dann ein ganz klares Feedback, dass diese Aufnahme, die geschehen ist, total zurückbleibt unter den Kapazitäten, die die Kommunen haben. Auch jetzt stehen immer noch Unterkünfte frei. Kommunen halten auch absichtlich Unterkünfte frei, weil sie deutlich mehr aufnehmen können. Das heißt, dass diese Zahl tatsächlich ganz schön lächerlich ist für ein so großes Land, für eben ein Deutschland, das mehr Kapazitäten hat. Und da steht sowohl die Zivilgesellschaft auch als die Kommunen noch ganz klar dahinter. Auf der anderen Seite des Mittelmeers, ein anderes Hotspot ist Libyen. Schätzungen zufolge gibt es in Libyen ca. 1,5 Millionen Geflüchtete, die unter menschenverachtenden Verhältnissen ihr Dasein fristen. Gewalt und Vergewaltigungen gehören zum Alltag der Geflüchteten. Und gerade vor dem Hintergrund der Corona-Krise will die EU eher finanzielle Mittel in den Regionen bereitstellen. Kann das langfristig eine Lösung sein? Also aus unserer Perspektive müssen diese Lager sofort evakuiert werden in Libyen und das nicht erst seit der Pandemie, sondern schon sehr, sehr lange. Und was wir ja gerade eigentlich auch erleben, ist, dass die EU weiter investiert in militärische Abschottung, dort auch sozusagen und nicht in den Schutz der Menschen. Und das ist sozusagen das grundlegende Problem. Das wirkt sich auch darauf hinaus, dass wir gerade kaum zivile Seenotrettung haben, dass eben die Menschen, die aus den libyschen Lagern entkommen, versuchen, die Flucht nach Europa auf sich zu nehmen, da dann doch keine Möglichkeit haben, dass ihnen geholfen wird. Unter dem Hashtag Leave No One Behind hat Seebrücke aktuell einen Aufruf gestartet. Wie sind die Reaktionen seitens der Politik, der Kommunen, aber auch insgesamt in der Bevölkerung? Also erstmal ist es tatsächlich großartig zu sehen, dass für ganz viele eben Solidarität nicht heißt nur Solidarität für die Menschen, die hier in Deutschland sind, sondern eben ein viel breiterer Solidaritätsbegriff greift. Das sehen wir ganz klar in unserer Kampagne. Es gibt extrem breite Unterstützung. Die Menschen hängen überall Sachen raus, schreiben auf die Straße und tun eben diese Forderungen stark machen. Wir erleben ganz viel Solidarität auch mit Spenden. Die Leute wollen helfen, wollen unterstützen. Was tatsächlich fehlt, ist, dass dem nachgekommen wird, dass endlich auf Bundesebene gesehen wird, diese Bereitschaft besteht. Und das heißt, wir müssen deutlich mehr tun. Wir müssen alle Menschen aus den Lagern evakuieren. Es reicht eben nicht, 57 Kinder zu holen. Lisa, welche Lehren können wir aus der aktuellen Krisensituation ziehen? Kann Solidarität und Krise, können diese beiden zusammengehen?
Also ich glaube, wir müssen jetzt in dieser Krise eben zusammenstehen und solidarisch handeln. Das heißt aber eben auch nicht nur solidarisch handeln für die Menschen, die hier sind, sondern in Gesamteuropa solidarisch handeln und auch eben gegenüber den Menschen, die zum Beispiel an Europas Außengrenzen in Geflüchtetenlagern festsitzen. Und wir müssen eben die Bereiche in der Gesellschaft stärken, die dafür sorgen, dass wir eben zusammen leben können und auch ein gutes Leben haben. Und ich hoffe auch, dass das Ergebnis der Krise ist und nicht eine immer weitere Zersplitterung der Gesellschaft. Und ich glaube, das könnte auch eine Chance sein. Leave no one behind. Das ist das Motto von Seebrücke. Lasst uns das teilen, die Ressourcen, die Kapazitäten, die Möglichkeiten, die wir haben. Ich danke dir, Lisa, für das Gespräch heute. Lisa Pflaum, Mitgründerin und Sprecherin von Seebrücke. Wir haben sehr viel Material auch auf unserer Website Heimatkunde. Klicken Sie und Sie werden viel mehr Informationen zum Flüchtlingsschutz, aber auch zu der Situation, zu den aktuellen Situationen an den Außengrenzen finden. Vielen Dank und auf Wiederhören. Vielen Dank.